Strom und Brennstoff selbst erzeugen und damit einen wichtigen Beitrag für die Energiewende leisten. Das ist das große Vorhaben der Ziegelei Hörl und Hartmann in Dachau bei München. Denn klar ist, die Fertigung von Ziegeln für die Baubranche ist energieintensiv. Daher setzt das Unternehmen bereits viele Maßnahmen um, damit der Energieverbrauch am Standort sinkt. Jetzt wird eine ganz neue Idee aufgegriffen. Am Werksgelände soll nämlich ein eigenes Kraftwerk entstehen, das grünen Wasserstoff produziert. Auf die Technologie sind wir durch einen Zufall gestoßen. Es ist ein Startup in Peißenberg, die Bluflux Energy AG. Und ein Mitarbeiter von uns spielt mit dem Geschäftsführer Eishockey in der Hobbymannschaft. Und so kam der Kontakt zustande. Die neue Anlage ist auch eine Antwort auf Probleme der Abfallentsorgung vieler Kommunen. Denn hier werden organische Reststoffe in wertvolle Energieträger umgewandelt. Der erste Schritt ist die Anlieferung von Klärschlamm oder Speiseresten. Im zweiten Schritt werden diese Reststoffe verkohlt, das heißt Kohlenstoff wird unter Druck verdichtet. Dabei entsteht Biokohle. Diese Biokohle wird dann in einem dritten Produktionsschritt vergast. Dieses Gas wird unter Zufügung von Wasserdampf dann direkt in unsere thermischen Prozesse eingebunden. Erdgas zum Heizen wird also durch einen grünen, selbstproduzierten Energieträger ersetzt. Eine Erfindung, die auch im bayerischen Wirtschaftsministerium gut ankommt. Die Maschinenbauer aus Peißenberg wurden nämlich gerade erst mit dem landesweit begehrten Energie-Startup-Preis ausgezeichnet. Jetzt wird in der Ziegelei in Dachau Pionierarbeit geleistet und die größte Anlage der prämierten Firmengründer gebaut. Die Idee ist bahnbrechend. Also als wir das zum ersten Mal gehört haben, hat es uns fast vom Hocker gehauen. Ich brauche nicht riesige Kraftwerke an einer bestimmten Stelle, sondern ich kann dieses Synthesegas da herstellen, wo ich es benötige. Absolut genial. Also das ist die Antwort auf die aktuelle Klimapolitik. Und das macht die Firma Hörl & Hartmann sehr, sehr gut als Familienbetrieb. Die müssen sich immer wieder weiterentwickeln und deswegen sind wir sehr froh, auch ein Teil davon zu sein, weil wir sind auch ein Familienbetrieb. Uns gibt es auch seit über 60 Jahren. Hohe Energiepreise belasten derzeit viele Familienbetriebe in Bayern. Daher ist die ausführende Baufirma froh, Teil eines solch vielversprechenden Projektes zu sein. Wir beginnen unten üblicherweise mit der Bodenplatte, geht dann über die Kellerumfassungswände bis hin zur nächsten Ebene. Wir haben hier einige Ebenen, die überwiegend in Beton erstellt werden. Und dann kommt nach uns auch eines der wichtigsten Gewerke, der reine Stahlbau. Das heißt, wir müssen sehr genau arbeiten, wir haben wenig Toleranzen. Wie präzise auch Maurer an solchen Baustellen arbeiten müssen, weiß Johannes Riedl allzu gut. Denn bereits in seiner Lehrzeit wurde er recht schnell über die hohen Anforderungen am Bau aufgeklärt. Also ich sag mal mit dem Klischee, Maurer ist an die Gruben, das ist schon lange nicht mehr so. Also, so wie auf der Baustelle, da braucht er sehr genau arbeiten vor dem Maße, weil da oben drauf noch ein Stahlbau kommt. Auf der Karriereleiter geht es beim gelernten Maurer steil nach oben. Riedl macht derzeit seinen Meister und Techniker, denn danach kann er selbstständig sein und darf selbst ausbilden. Ja, ist sehr viel möglich. Man lernt viele Leute kennen, sieht, wie man Feierabend macht, was man den ganzen Tag geschafft hat und wie schön das eigentlich ist, wenn man halt wirklich im Handwerk ist, dass man sieht, wie viel das man zerreißt. Gestartet ist die Baufirma in das Dachauer Projekt Ende September. Noch in diesem Jahr soll der Auftrag erledigt sein, damit der Stahlbau übernehmen kann. Bislang läuft alles nach Zeitplan. Das gesamte Bauvorhaben hat ein Kostenvolumen von rund 12 Millionen Euro und soll im dritten Quartal 2023 fertig sein. Am Industriegelände ist bereits die Vorfreude groß auf eine Zukunft mit grünem Brennstoff aus eigener Produktion. Denn damit können die hochwertigen Ziegel für rund 18.000 Haushalte im Jahr nachhaltig entstehen.